Okay, das ist Bastian, Frau Winder, Windasi. Und der ist geboren in 2002, also auch 12 Jahre alt. Und der Vater ist Japo von Windasi und die Mutter eine Frauke von Reykjavik, Tochter Molskjona von Windasi. Davor haben wir Soki von Kolkos und beim Vater haben wir, keine Ahnung, Wiede von Wikwik irgendwo. Okay, also ein Wallach, 12 Jahre alt, riesig, riesig groß. Haben wir noch nicht so ganz lange hier. Ist aber schon längere Zeit auf dem Kontinent, ohne Sommerekzem. Steht bei uns normal draußen. Ist so ein bisschen so ein isländischer Rühr-mich-nicht-an-Typ. Aber da hätte ich auch gar keine Lust, jetzt hier aufzusitzen, ohne dass jemand am Kopf ist. Nicht, weil der immer losbockt oder irgend sowas, aber weil er schon so ein bisschen ängstlich ist. Schränkt logischerweise die potenziellen Kunden auch schon ein auf solche Reiter, die, so wie ich jetzt gerade, ein bisschen vorsichtig aufsitzen können, sich Zeit lassen können und da keine unnötig hektischen Bewegungen machen. Wobei wir nachher sehen werden, dass, okay, alles klar, dass er ganz normal zu reiten ist. Aber ich kenne ihn einfach auch noch zu wenig. Das wird auch nachher noch ein paar Mal von mir erwähnt werden, dass ich ihn nicht so gut genug kenne, aber dass er ein gutes, ordentliches Pferd ist, das kann ich auf jeden Fall jederzeit unterschreiben. Er wird bei uns geritten von einer ganz geschickt reitenden jungen Reiterin, der Paula, deren eigenes Pferd hat ein bisschen Probleme mit den Vorderbeinen, deswegen konnte sie ihn jetzt am Turnier nicht reiten. Und da ist es natürlich leid, dass das Mädel, die hier schön mithilft und macht und tut, nun kein Pferd zum Turnier hatte und damit auch kein für die deutschen Jugendmeisterschaften, aber ganz kurzfristig ihn hier gegeben. Sie hat ihn, weiß ich, ein, zwei Mal geritten vorher. Es war wirklich am Wochenende vor dem Turnier Tölt-Milan, hat ihre die Probleme bekommen vorne und war nicht richtig lahm, aber auch nicht richtig okay. So eine von diesen ganz blöden Störungen. Und dann haben wir sie auf ihn hier draufgesetzt. Und sie hat auf Anhieb es geschafft, sich für die deutsche Jugendmeisterschaft mit ihm im Viergang zu qualifizieren. Obwohl sie wirklich ihn da noch so gut wie gar nicht kannte. Und wir versucht haben, innerhalb von ein, zwei Tagen so viel wie ihm möglich in die beiden reinzubasteln. Als er zu uns kam, war er so ein bisschen sehr schwer in der Hand gewesen. Das ist eigentlich ganz schön weg. Auch normale Arbeit mit Trense. Jetzt hier das Vorstellen gern mit Pellen, weil es dann nochmal ein Ticken leichter ist. Aber ganz egal, man kann gut sehen, wie schön leicht ich in der Hand sein kann. Ich werde mir auch so ein bisschen Zeit lassen mit ihm. Weil, wie ich eben schon sagte, ich kenne den noch nicht so gut. Weiß, dass es ein ordentliches, gutes Pferd ist. Sehen wir nachher auch in den anderen Gangarten. Aber Schritt war ja gerade schon sehr gut gewesen. Ich glaube, der hat auch eine 7 oder so für Schritt gehabt. Und Töll ist ganz sauber, ganz taktklar. Ja, da werde ich dann am Ende vom Vorstellen noch mal versuchen, zumindest versuchen, was mehr rauszureiten. Jetzt reite ich erstmal so nett und schön daher. Aber mit Sicherheit ein Pferd, in dem noch gut Potenzial drin ist, obwohl er schon 12 Jahre alt ist. Oh, ganz schön warm schon. Wir haben zwar relativ früh angefangen, aber
ganz sauber, ordentlich zu reiten, schön in der Hand, gut in der Haltung. Jetzt, das war am Anfang so ein bisschen etwas mühsam gewesen, ihn hier schön locker rund zu haben, weich in der Hand zu haben. Und das macht er alles ganz, ganz ordentlich. Gleich wird man auch sehen, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mir einfach noch unsicher bin, wie gut der wird. Das ist immer noch mit Rollen verbunden. Aber man muss jetzt einfach mal die kurzen Momente rausfischen, wo er gut geht. Ich meine, das sind wirklich gute Phasen dabei zu sehen. Kommt dann zwar so ein bisschen aus der Haltung, hat nicht diese Taktstabilität, um sauber durch die Ecke zu laufen. Aber gut, das kann ein Zwölfjähriger ja auch noch lernen. Okay, dann erstmal die anderen Gangarten. Sauberer, weiter, taktklarer, ausdrucksvoller Trab in guter Haltung. Muss ein bisschen aufpassen, dass nicht zu lang wird. Aber da ist er auch schön leicht geworden. Ich kann immer wieder nachgeben mit der Hand, ohne dass er mir total davonkommt. Und kann schon richtig viel an starken Trab herausreiten. Durchparieren. Einmal durchatmen. Und schon hat man direkt wieder einen sehr, sehr guten, raumgreifenden, starken Schritt. Der ist einfach da. Er war am Tag der Geburt da und er bleibt bis zum letzten Tag. Das ist einfach so. Das ist auch kein Reiterverdienst. Das ist einfach da. Sauberes Angaloppieren. Gut gesprungene Galoppade. Vorne sehr leicht beschlagen. Aber gut, wie ich am Anfang sagte, ein rundum sehr ordentlicher Viergänger. Zum Ende nochmal den starken Tölt, den flotten Tölt. Man sieht, ich muss leider immer wieder mal nachkorrigieren. Nicht wild, aber schon. Okay. Oh. Gut, Bastian heißt er. Frau Quittern, nee, Quatsch. Bastian, Frau, habe ich vergessen. Egal, hab's am Anfang gesagt. Gut, aus Island, mehrere Jahre auf dem Kontinent, kein Sommerekzem. Bis heute, muss man immer dabei sagen. Und riesig, riesig groß. Sauberer, klarer Viergänger. So ein bisschen elektrisch, bisschen ängstlich. Nicht schlimm, aber so ein bisschen. Ne? Gut. Okay. Danke.